Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir sind hier in angeregter Stimmung im Haus der Freiheit in Toggenburg. Unser Gastgeber ist der Toni Brunner. Er ist auch unser Gesprächspartner. Für ihn ist eine Periode zu Ende gegangen. Er ist 8 Jahre an der Spitze der grössten Partei in der Schweiz gestanden. Und jetzt zieht er sich zurück da in seine Stammburg. Und hat vielleicht schon ein bisschen Heimweh nach dem Amt, das er hatte. Hast du Entzugserscheinungen, Toni? Zuerst einmal herzlich willkommen, Ueli. Schön, dass Schweizerzeit TV den Weg gefunden hat ins Haus der Freiheit. Ihr habt eben Geschmack. Man sieht das auch mit der Auswahl der Lokalität. Ja, es ist schon ein bisschen ungewohnt. Ich habe jetzt die ersten Tage erlebt, wie es ist, wenn man nicht mehr Präsident ist. Und mit leerer Agenda, nehme ich an, oder? Einfach, ich weiss gerne nicht mehr, was machen. Ah, ja. Ja, jetzt, vor 8 Jahren hast du müssen antreten. Eine schwierige Zeit war. Die Partei hat es durchgeschüttelt. Christoph Blocher ist gerade nicht bestätigt worden als Bundesrat. Man hat ein Geschwür gehabt, das man dann abstossen musste. Wahrhaftig eine schwierige Zeit. Wie schaust du jetzt heute zurück auf diese Zeit? Ich bin ja dort mal Präsident geworden, wegen der Abwahl von Christoph Blocher, weil das hat unsere Partei extrem durchgeschüttelt. Es ist hier auch darum gegangen, verhodelt die SVP oder nicht, weil wir haben ja gespürt, die Wahl von der Evelyn Wittmer-Schlumpf, die ja mit unserem politischen Gegner ein Bündnis geschlossen hat, nämlich, dass sie in Absprache mit der SP sich in die Regierung geputscht hat und das gegen die eigene Partei, das hat bei uns unglaublich gerumpelt. Und weil das so war, haben wir nachher ja, müssen uns wieder neu aufstellen. Christoph Blocher war nicht mehr in der Regierung. Evelyn Wittmer-Schlumpf war natürlich bei uns in der Partei nicht mehr akzeptiert, weil sie hat sich ja an dem Putsch beteiligt. Und mein Anliegen hier, und darum habe ich das Präsidium auch gemacht, war eigentlich nur, dass wir diese Partei zusammenhalten können. Dass wir auch in der SVP uns wieder so zusammenfinden können, dass wir für die Schweiz politisieren können. Und für das hat es nachher ja intern halt eine Abspaltung gegeben. Und es hat recht schwierige Jahre gegeben. Man kann sagen, es ist dann das Jahr 2011 gekommen, ja, wo die Partei mal verloren hat bei den Wahlen. Das war ein neues Erlebnis gewesen. Sicher nicht einfach zu verdauen gewesen. 4 Jahre später, unter deinem Präsidium, ein Resultat, das noch nie in der Schweiz seit der Einführung des Proporz eine Partei erreicht hat. Also ein historisches Ereignis im besten Sinn. Jetzt sag mal, was war dein Erfolgsrezept, das das herangeführt hat? Also zuerst mal müssen wir schauen, dass innerhalb der SVP wir uns so aufstellen, dass wir die Energie und Kraft investieren können in die Politik und nicht in Grabenkämpfe. Und darum hat es am Anfang, habe ich ja gesagt, ein bisschen gerumpelt. Und das haben wir auch können, eigentlich absolut in der kürzesten Zeit überwinden. Wir haben uns hier müssen trennen von einem Teil, aber die geblieben sind, die sind auch gleichgesinnt und vor allem auch die Leute waren, die wollen für die Schweiz anstehen. Aber bis zu dem Jahr 2011 hat die SVP während etwa 20 Jahren, ich glaube, es hat etwa 1979 angefangen, Wahl um Wahl gewonnen. Man ist von 10% auf eben nahezu 30% immer gewachsen. Es hat natürlich viele gegeben, die im 2011 gesagt haben, jetzt ist der Kurs gebrochen, jetzt geht es ab, jetzt kommt der Niedergang. Das ist aufgefangen worden. Wie hast du das gemacht? Also, wir haben natürlich im 2011 mit 2 neuen Parteien, die auf dem politischen Parkett nach dem Kuchen gegriffen haben, wo die Parteien die Wähleranteile unter sich ausmachen, die 2 Parteien 10% geholt. Und von diesen 10% mussten wir gut 2,5% hergeben. Und das war dann begründet, dass wir auch federn mussten. Aber erstaunlich war ja, dass wir intern eigentlich zwar
wieder gewachsen sind. Aber wir sind immer homogener geworden in der politischen Ausrichtung. Für die Freiheit und Souveränität der Schweiz. Für eine Migrationspolitik, wo wir wieder selber steuern können, wer in die Schweiz zuwandern soll. Grosse Einigkeit. Früher haben wir immer die Auseinandersetzungen. Ueli Schlüer, du bist ja selber auch noch in der Fraktion. Es ist fast langweilig geworden, als wir nicht mehr Bern gegen Zürich hatten. Ja, oder die Ursula Haller nicht mehr unsere Fraktionstüren schmettern lassen hat, wenn sie wutentbrannt die Sitzungen verloren hat. Da haben wir zwei alles noch erlebt. Und das ist aber auch irgendwie reinigend gsi. Es hat müssen sein. Die Leute sind gegangen, die nie so recht zu uns gepasst haben. Und das war aber auch wieder der Schlüssel gsi, dass wir eigentlich haben können wachsen können, weil wir zumal intern eine super Stimmung hatten. Es war nämlich nicht so, dass es eine Missstimmung war nach dieser Abtrennung oder Abspaltung von dieser neuen politischen Gruppierung, die entstanden ist um die ehemalige Bundesrätin, die heute schon niemand mehr den Namen weiss. Aber sie ist jetzt effektiv intern eine Energie entstanden, dass wir können wieder politisieren können. Und diese Kraft haben wir ja können umsetzen in mehreren gewonnenen Volksabstimmungen, wo eigentlich ja eher die Ausnahme ist. Also Volksinitiativen gewinnen hat es in der Vergangenheit eigentlich nie gegeben. Es hat auch eine persönliche Seite gehabt, die Entwicklung. Wo du Präsident geworden bist, hat man ja güllewagenweise Spott ausgeleert über dich und gesagt, jetzt kommt da im Blocher sein Jüngling, im Blocher sein Jünger, der kann ja gar nichts allein machen, der muss alles machen, was der da zu Herliberg sagt. Wie bist du mit dem umgegangen? Ich meine, wenn wir jetzt zurückschauen und heute anschauen, getraut sich also keiner heute etwas Ähnliches zu sagen, nachdem er deine 8 Jahre Präsidium gesehen hat. Wirklich, es getraut sich kein einziger jetzt so irgendetwas zu sagen wie damals. Wie hast denn du das persönlich gemacht? Es hat ein grosser Politiker mal zu mir gesagt, Toni, wenn nach dir Dreck geschossen wird, musst du nicht immer gut dastehen und sofort abputzen. Lass doch den Dreck ein bisschen antröchnen. Und dann nachher gibt es wie eine Kruste, das wird ein Pänzerli und dann spürst du den neuen Dreck, der hinten ankommt, nicht mehr. Und das war ein gutes Motto, weil durch das wird man, irgendwie kommt man plötzlich so ein wie ein Schildkrott, ein Panzer, der einem schützt. Dann nachher kommt man etwas breitere Schultern rüber. Und es ist immer gut, wenn die Leute einem keinen Kredit geben. Dann kann man nämlich nichts verlieren. Ich muss sagen, es wäre wahrscheinlich schwieriger gewesen, wenn man mit Vorschusslorbeeren überschüttet wird, als wenn man mit null Kredit startet. Und es ist ja schöner, wenn man so hören kann, als wenn es umgekehrt gelaufen wäre. Wie hat sich dann deine Zusammenarbeit mit dem Christoph Blocher abgespielt? Ich meine, es ist ja unbestritten, dass er nach wie vor ein einmaliger politischer Kopf ist und Impuls gibt noch und noch. Wie hat denn das Verhältnis gespielt zwischen dir und dem Christoph? Wir haben miteinander völlig ein unverkrämtes Verhältnis gehabt. Und zwar haben wir unterdessen auch schon so etwas wie eine Freundschaft entwickelt, wo man einfach sich blind können aufeinander verlassen konnte. Das hat ja der politische Gegner auch immer so verrückt gemacht. Wenn sie zu ihm sind, dann nachher sind sie nicht weitergekommen, wenn sie wollen ausspielen gegen mich. Und wenn sie zu mir gekommen sind, sind sie nicht weitergekommen. Weil ich habe ja das manchmal erlebt. Die Medien haben immer das Gefühl, man könnte jemanden ein bisschen vortragen, wenn er sich emanzipieren würde in seiner persönlichen Meinung, wo er Differenzen zum Christoph Blocher zur Schau stellt. Und ich habe immer gesagt, der Christoph Blocher und ich, wir sind in der gleichen Partei, weil wir gleich denken. Der Christoph Blocher hat doch vielleicht einen anderen Hintergrund gehabt, hat aber doch die gleiche Lehre gemacht wie ich, nämlich Bauer. Und ich habe gesagt, so eben viele Differenzen haben wir gerne nicht mehr, auch wenn der Weg ein unterschiedlicher war. Und wenn der Christoph Blocher und ich, wir zwei, zum Beispiel unser Vermögen zusammenlegen, gibt das ein Rechtshäufeli. Wenn man im Durchschnitt, das ist dann gut. Ja. Jetzt, wo du im Januar, so kurz nach dem Neujahr, hast du ja bekannt gegeben, dass du als Präsident zurücktrittst. Da hat man so als Beobachter müssen sagen, das ist jetzt meisterhaft, wie er das macht. Viel höher kann er gar nicht mehr steigen nach dem gewaltigen Wahlerfolg. Jetzt wirklich, wenn er in der Kronenposition ist, dann tritt er ab, geht er weiter als den Nächsten. Bis es dann zum Ende gekommen ist,
ist dann aber noch eine kugelbittere Pille gekommen. Nämlich das Nein zur Durchsetzungsinitiative. Wenn wir das jetzt anschauen, 2 Monate später, wie beurteiltest du jetzt das Nein, das dort zustande gekommen ist? Und was ziehen wir für Schlussfolgerungen daraus? Zuerst noch ganz kurz wegen dem Rücktritt. Ich habe gesagt, als ich übernommen habe, hat es ein bisschen gerumpelt. Wir müssen schauen, dass die Partei zusammenbleibt und sich auch wieder findet. Das ist auch geraten. Und beim Abschluss kann ich eigentlich sagen, die Mission ist geraten, weil wir haben ja wenigstens die Wahlen gewonnen. Wir haben ein gutes Ergebnis erzielt und wieder einen zweiten Bundesrat. Das erste Mal in der Geschichte der SVP, dass wir 2 Regierungsmitglieder stellen, die wir selber vorgeschlagen haben und aus 2 Sprachregionen können. Das ist einmal einfach die Grundlage, die ich gesagt habe. Das ist auch ein guter Zeitpunkt, um übergeben. Mission erfüllt. Jetzt ist es politisch gekommen. Weil wir gewonnen haben bei den Wahlen und weil wir einen zweiten Bundesrat bekommen haben, ist der politische Gegner verklopft. Uns ja vorausgesagt, wir werden die Wahlen nicht gewinnen. Und den zweiten Bundesrat haben wir nur können erringen, weil wir bei den Wahlen so gut abgeschlossen haben. Weil es ist im Oktober noch allen klar gewesen, dass wir keinen zweiten Bundesrat bekommen. Und dann kommt die Durchsetzungsinitiative. Und da war eine Zusammenrottung von allen unseren politischen Gegnern, die nicht über die Vorlage geredet haben, nämlich über die Ausschaffung von kriminellen Ausländern, sondern sie haben das zu einer Vorlage gemacht für oder gegen die SVP. Und man muss schon sagen, sie haben es intelligent gemacht, weil sie haben nicht über die Vorlage geredet, sondern sie haben es zu einer Grundsatzabstimmung gemacht. Wir müssen der SVP eine Niederlage zufügen, die wird stark in dieser Schweiz. Ist jetzt da, ist das das Anzeichen, der Anfang von einer grundlegenden politischen Veränderung im Land? Oder ist das eher ein einmaliges Ereignis gewesen? Wie beurteilst du das jetzt? Wir stellen auch jetzt aktuell wieder fest, im Hinblick auf die Juni-Abstimmung, dass sich die Exponenten von damals, das sind die anderen Parteien, das sind Wirtschaft, Gewerkschaften und auch solche Leute, die instrumentalisiert werden für ihre Anliegen, die möchten beim Asylreferendum wieder den Effekt anbringen, alle gegen die SVP. Wir lassen uns hier nicht aus der Ruhe bringen. Wir machen erstens einmal im gekauften öffentlichen Raum keine Werbung in dieser Asylvorlage. Wir möchten nicht hinten rein das Geld investieren, das vorne gegen uns verwendet wird im redaktionellen Teil. Also wir möchten nicht die noch gesund stossen, die immer gegen uns hetzen. Sondern wir haben den Medien den Auftrag gegeben, wir machen keine Kampagnen im Zelter um. Es ist die Aufgabe in einem offenen, freien Land der Presse, der vierten Gewalt im Land, das neutral darzustellen. Was sind die Gründe dafür und was dagegen? Und die Medien sind richtig verklopft, als wir das an der Pressekonferenz gesagt haben. Selbstverständlich machen wir nicht nichts. Wir machen Veranstaltungen, wir machen Flyer, wir gehen auf die Strasse, wir gehen den Leuten erklären, warum die Asylgesetzrevision von der Frau Merkel von der Schweiz, Frau Sommaruga, so eine Fehlkonstruktion ist und schon überholt ist, bevor es losgeht. Aber das ist jetzt die nächsten Monate noch unsere Aufgabe, um das an die Leute zu bringen. Heisst das, dass man im Rückblick den Eindruck muss haben, dass die SVP auch ein bisschen Fehler gemacht hat in dieser Abstimmung über die Durchsetzungsinitiative? Dass man jetzt ja quasi aus Fehlern lehrt? Ja, wir haben zwar die Abstimmung nicht gewonnen, aber ich habe schon am Wahlabend gesagt, wir sehen dann noch, wer verloren hat, längerfristig. Weil erstens einmal, eigentlich steht jetzt der Text der Durchsetzungsinitiative leider nicht in der Verfassung, aber er steht mehr oder weniger im Gesetz. Angereichert worden durch eine Aushebelungsklausel, der sogenannte Härtefallklausel, wo natürlich der Richter wieder das Instrument gibt, jedem einzelnen Fall kriminelle Ausländer trotzdem im Land zu lassen. Das ist das Unschöne. Aber wir haben recht viel erreicht in der Gesetzesberatung. Wir haben verloren die Abstimmung, aber jetzt muss ich schon sagen, wir haben letzten Oktober die Wahlen gewonnen mit 29,5% Wähleranteil und haben bei dieser Durchsetzungsinitiative alleine gegen alle anderen 41,5% angebracht, obwohl wir verdreckelt worden sind, als Partei unglaubwürdig gemacht worden sind, haben noch
ja, 12% mehr von der Schweizer Bevölkerung als uns gewählt haben, uns sogar noch mehr glaubt als der Vereinigte Corona von Bundesrat, Parlament, Wirtschaft, Gewerkschaften und Kirchen. Also da muss man ja sagen, ich würde mich schämen, wenn ich auf der anderen Seite gestanden wäre. In der NZZ bist du kürzlich zitiert worden, sogar in den Titel gesetzt worden. Im Rückblick auf deine Karriere als Präsident, der Satz: Wir, also die SVP, wir diktieren die Agenda in der Schweizer Politik. Kann man das tatsächlich so sagen? Also stimmt das Zitat und was ist darunter zu verstehen? Ich muss insofern relativieren, dass das an sich Bundesrat und Verwaltung zusammen mit den Medien heute so sich zusammengerottet haben, dass wir ständig im Parlament ein bisschen am Abwehren sind, reagieren und die Verwaltung, Bundesrat und Medien sind ein bisschen agieren. Aber wenn wir jetzt schauen, die ganze Zuwanderungsfrage, dass die Schweiz wieder will, wer in die Schweiz kommt, als Ausländer, selber bestimmen, wer das darf sein, also die ganze Migrationsfrage. Die ganze Frage, wo wir auch eine Mehrheit gewonnen haben, eben die Ausschaffung von kriminellen Ausländern, wo jetzt in der Verfassung steht. Letztes Jahr der bürgerliche Schulterschluss, wo zwar erst ein Anfang war, aber wo uns mindestens ein Papier beschert hat, wo FDP und CVP unterschrieben haben, man will die Verwaltung den Stellenstopp im Bund sistieren. Man will eine Unternehmenssteuerreform 3, die momentan gut aufgeleistet ist. Jetzt wird auch die ganze Altersreform 2020 auf neue Füße gestellt, wo auch die Bürgerlichen immer unter der Federführung von der SVP am Ruder sind. Ich glaube, man darf nicht unterschätzen. Auch wenn uns vielfach noch die Mehrheiten fehlen, so war doch die SVP in den letzten Jahren prägend in der Setzung der Themen. Und die anderen mussten sich reflexartig mit dem auseinandersetzen, wo wir auf die Agenda gesetzt haben. Und es ist ja eigentlich der grösste Erfolg, auch wenn wir noch keine Mehrheiten haben, dass die anderen nur schon reflexartig auf die SVP reagieren, wenn wir etwas machen. Aber also reflexartig ist schon ein treffendes Wort in diesem Zusammenhang. Aber jetzt gerade erleben wir den Reflex auch jetzt wieder auf die nächste Abstimmung mit dem Asylgesetz, dass plötzlich Gewerkschafter und Arbeitgeberfunktionär Arm in Arm marschieren, die sonst eigentlich gegeneinander sind. Meine FDP-Exponenten und Juso-Aktivisten blasen das gleiche Feuer gegen die SVP. Und ein paar Journalisten haben den Eindruck, man muss eine Dame in einem pinkfarbigen Gewändli in die vorderste Reihe stellen. Und dann muss die sagen, die Schweiz ist nicht Ballenberg und alle bewundern sie. Ich meine, das ist die Auseinandersetzung, wie sie jetzt stattfindet. Aber das ist ein bisschen schwierig, die Agenda zu bestimmen. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Wir sind ja auch in den letzten Jahren sehr oft in einer Exklusivposition gewesen und dann hat uns die Mehrheiten gefällt. Und ich meine, wir sind jetzt erst seit wenigen Monaten, jetzt haben wir Ende April, aber wir haben erst seit wenigen Monaten einen zweiten eigenen Bundesrat. Das ist so ein bisschen für uns jetzt eine neue Konstellation, dass wir jetzt auch versuchen aus den Institutionen raus Mehrheiten zu schaffen, also zum Beispiel in der Landesregierung. Also Guy Parmelin hat erste Akzent gesetzt im Militärdepartement, wo mir gefällt, personell und auch mit problematischen Projekten, die er musste stoppen. Und der Ueli Maurer hat nach den ersten 100 Tagen im Finanzdepartement vergessen gemacht, dass er mal eine Vorgängerin rum war. Am Anfang hat es geheissen, sie ist schwer zu ersetzen. Heute redet von der ja niemand mehr, wie wenn sie nie gegeben hätte. Und so gesehen müssen wir jetzt halt schon versuchen, ein bisschen über den Bundesrat und über das Parlament. Wir haben im Nationalrat die einmalige Ausgangslage, dass wenn die FDP würde verheben, was ich mir ja wünsche, dass sie auch das nach der Wahl macht, was sie vor der Wahl versprochen hat, und die SVP verhebt, dass wir eine Mehrheit haben. Und erste Ansätze, muss ich jetzt sagen, nach den ersten zwei Sessionen in der neuen Zusammensetzung,
deutet darauf hin, dass wir andere Mehrheiten können erlangen als noch in der letzten traurigen Legislatur, wo wir sehr oft einfach nur verloren haben, weil wir die Mehrheiten nicht haben. Also das würde heissen, dass auf der Ebene vom Parlament in den Fraktionen Fronten etwas anders verlaufen als die, die einem in den Medien vordemonstriert werden, eben von allen gegen die SVP. Jetzt aber noch eine Frage. Ich glaube, es besteht schon über die Grenzen der SVP aus die Gewissheit, auch eine gewisse Angst, dass wir schwierigen Zeiten entgegengehen. Das sind Probleme, die da auf Europa und auch auf die Schweiz reindrücken, wo die Leute Ungewissheit packt. Was ist in dem, im Blick auf die Entwicklung zu sagen, wenn eine Politik alle gegen die SVP, also alle gegen den Wahlsieger, wenn die Platz greift in der Schweiz? Ja, da baue ich ein bisschen auf Zeit, die wahrscheinlich uns schon wird recht geben, auch in den nächsten Monaten. Denken wir an Juni, Brexit, die Abstimmung, so wie es momentan aussieht, ist in England keine Mehrheit vorhanden, dass man noch in der Europäischen Union mitwirken möchte. Es laufen Migrationsströme, eine eigentliche Völkerwanderung Richtung Europa, wo die europäischen Staaten heillos überfordert sind. Und das alles wird zum Beispiel eine Europäische Union ihren Grundfesten erschüttern. Ich will nachher noch mal auf die Entwicklung in der Europäischen Union zurückkommen. Jetzt möchte ich noch ein paar Worte wechseln mit dir über die Abstimmung über das Asylgesetz. Ich meine auch in Bezug auf die Entwicklung der Asylströmen, die Bilder, die man sieht, von diesen ungeheuren Zeugen von Menschen, die da Richtung Mitteleuropa, Richtung Westeuropa drängen. Das macht sicher vielen Leuten Angst. Wenn sind wir parat für das, was da auf uns zukommt? Also der Bundesrat, der ist jetzt in der Pflicht, dass er sich endlich durchringt für den Tag, wo an unserer Grenze nicht 20, 30 oder 100, sondern 500'000 oder 10'000 Leute stehen, dass er da nicht einfach ein Notfallkonzept hat für die Verteilung und Verwaltung des Problems, indem nämlich Grenzwächter als Empfangskomitee wirken und nachher alle Gemeinden und Kantone mit Hunderten, ja Tausenden von Leuten versorgen und verteilen, die sie dann nachher gerne nicht mehr schlagen können, sondern dass wir ein Notfallkonzept haben zur Abwehr. Ich sage dem ein Riegel. Ein Riegel, das heisst, das Grenzwachtkorps, das wieder systematisch mit Unterstützung im Assistenzdienst der Armee tut abwehren. Und zwar, weil die Leute ja nicht an Leib und Leben gefördert sind. Sie würden jetzt nicht an der Schweizer Grenze stehen. Sie sind ja in einem sicheren Drittstaat. Und die Schweiz ja internationale Verträge hat und Abkommen, nämlich Schengen-Dublin, dass Leute, die aus einem sicheren Drittstaat in unser Land kommen, nicht müssen übernommen werden. Das heisst also, wir müssen systematisch wieder Grenzen selber schützen und kontrollieren. Und das bedingt auch, dass wir unser Konzept anpassen, nicht à la Sommaruga, auf hereinlassen, verteilen, verwalten, sondern abwehren und Leute, Wirtschaftsmigranten, auch Ski-Asylanten und Leute, die nicht an Leib und Leben gefördert sind, gerne nicht mehr in die Schweiz lassen. Ich so eine Politik, die ohne Zweifel vielen Leuten einleuchtet. Einfach, wenn man Bilder sieht, was da passiert, und wenn man sieht, es sind dann nicht nur Frauen mit Babys auf den Armen, die kommen, sondern es sind auch sehr, sehr viele junge Männer, die andere. Starke Männer aus Eritrea, aus einem Land notabene, wo für uns gar kein Land ist, wo asylberechtigt wäre. Ist, wenn Sie jetzt nicht geraten, das Asylgesetz zurückzuweisen, wie lange geht es dann, bis wir einen Wechsel in dieser Asylpolitik herbeiführen kann? Also wir von der SVP, das habe ich auch immer betont, hätten gerne das EJPD selber übernommen. Frau Sommaruga hat nicht Platz gemacht. Die Realität ist, es ist nie zur Diskussion gestanden, weil Frau Sommaruga das Asyldepartement, das EJPD, nie hergegeben hat.
Also am meisten einwirken könnte man natürlich, wenn wir den eigenen Departementsvorsteher stellen könnten. Ist jetzt leider nicht möglich gewesen. Das Zweite, wenn die Abstimmung im Juni falsch rauskommt, dann wird unser Land noch attraktiver in Bezug als Zielland für Asylsuchende. Und dann nachher läuft es völlig in die falsche Richtung. Das wird auch der Grund sein, dass wir dann grosse Probleme werden haben in den nächsten Monaten und Jahren. Weil es ist wie ein Trichter. Leute können nur noch rein, sogar noch in beschleunigten Verfahren, aber hinten geht nichts mehr raus, weil der Vollzug klappt momentan überhaupt nicht mehr. Wird es gelingen, diese Botschaft der Bevölkerung zu vermitteln, dass man die Abstimmung gewinnen kann? Da sind wir sogar überzeugt, weil wir können darum auf eine gross angelegte Kampagne im Kauf der Raum verzichten, weil die Kraft der Argumente, dass wir als Zielland uns so attraktiv machen, als dass jeden Asylsuchenden einen Gratisanwalt bekommen soll. Dass man vom EJPD her kann Enteignungen von Privaten, von Unternehmungen, von Gemeinden, von Gebäuden und von Grund und Boden anordnen für zwecks Erstellung von neuen Asylunterkünften. Also der Rechtsstaat mit Füßen treten wird, ausgerechnet aus dem Departement herum, wo man ihn müsste hochhalten. Das ist der Skandal des Jahrhunderts. Und ich glaube, die Leute, wenn ich ihnen erzähle, Gratisanwalt für alle Asylbewerber und Zwangsenteignungen durch den Staat, wo dann auch noch die Rekursstelle CJPD ist, also die gleiche, die sie verordnet, die Enteignung, das leuchtet eigentlich allen ein. Da brauchen wir keine grosse Kampagne. Aber das Argument müssen wir unter die Leute bringen. Und ich kann nur eins sagen, jetzt, klangheimlich, hat vor ein paar Monaten über Weihnachten und Neujahr der Bundesrat eine Vernehmlassung gemacht bei den Kantonen. Und zwar hat er eine Vernehmlassung gemacht für die Zivilschutzanlagen. Das war nämlich Frau Sommaruga, dass er die kann praktisch zwangshaft an sich reissen kann, ohne Einverständnis der Gemeinden und den direkt betroffenen Privaten, zur Unterbringung im Notfallkonzept von Asylsuchenden. Jetzt, das sind die Vorboten dieser Revision. Das ist nämlich die sogenannte Zwangsenteignung, die bereits umgreift in Bezug auf Zivilschutzanlagen, das kommt jetzt auch noch für private Liegenschaften. Das ist also eine neue Qualität und hat früher nur im Strassenbau oder bei Strommasten oder für militärische Anlagen gegolten. Aber doch nicht für so Sachen wie Asylunterkünfte. Also, jetzt gehen wir noch zur zweifellos wichtigste politische Frage, die die Schweiz umtreibt, nämlich ihr Verhältnis zur Europäischen Union. Wir erleben die Überschuldungskrise, wir erleben den Zerfall des Euro. Es gibt eine Zinsnullungspolitik. Jetzt haben wir sogar Negativzins diktiert von der Europäischen Zentralbank, was ja nichts anderes ist als eine Strafsteuer für alle, die sparen. Man redet vom Bargeldverbot. Die EU kommt mit der Masseneinwanderung nicht zurecht. Ich meine, man hat Zerfallserscheinungen überall. Man hat festgestellt in Frankreich, in Deutschland, in Österreich, neuerdings in Holland, in Dänemark, in Polen, überall EU-kritische Bewegungen kommen stark in Parlament oder erringen die Mehrheit. Ich meine, was kommt da auf uns zu? Was bedeutet die Entwicklung von der EU für unser Land, auch wenn wir nicht Mitglied sind? Dass wir uns selber auf unsere eigenen Stärken konzentrieren, dass wir nicht zu viel dürfen auf die Europäische Union abstellen, sei das mit den Märkten, sei das mit der Politik. Dass wir schon gerne nicht dürfen ein Rahmenabkommen eingehen, eine institutionelle Bindung, weil die Europäische Union und alles, was du gesagt hast, ist richtig und ein Ausdruck davon, dass wir in den nächsten Monaten und Jahren werden sehen, dass sich die Europäische Union wird neu müssen aufstellen müssen. Nach Maastricht und so hat ja alles auch mit der Ernennung von einem Herrn Juncker und so ausgesehen wie Zentralisierung pur. Und jetzt, wo es nicht mehr funktioniert, an der Frage der Migration, tut sich ja das gut zeigen. Die Staaten fangen wieder an, ihre Grenzen selber schützen und kontrollieren. Man sieht, dass England nicht mehr will, der Europäischen Union angehören. Das sind alles so Vorboten, dass die Europäische Union in den nächsten Jahren, wenn sie nicht verhodelt,
mindestens wird eine heilsame Entwicklung durchmachen, dass der Nationalstaat wieder gestärkt wird, dass die Zentralisierung gescheitert ist und dass die individuellen Staaten, wie die Schweiz einen ist, die auf ihr Recht von Autonomie und Selbstbestimmung auf ihrem Grund und Boden besteht, wieder wird eine Zukunft haben. Und ich glaube, die Schweiz hat als Bastion, die das immer gelebt hat, so gesehen auch ein bisschen eine Vorreiterrolle eingenommen. Du hast das Stichwort Rahmenabkommen gebraucht. Jetzt neuerdings reden wir ja schon von zwei Rahmenabkommen. Man hat gehört, dass der Herr Burkhalter, der Bundesrat Burkhalter, offenbar verhandelt, dass im Rahmen von einem Rahmenabkommen unsere Armee soll der sogenannten EU-Sicherheitsarchitektur unterstellt werden. Also vom Parlament habe ich noch nicht viel gehört, was es dazu gesagt hat. Was ist denn das für eine neue Entwicklung? Ja, wenn man ja ein bisschen die Entwicklung anschaut, dann müssen wir zwei doch sagen, du bist auch lange im Parlament gewesen. Das erstaunt uns doch gerne nicht mehr. Wir haben doch die Jahre erlebt, wo man gesagt hat, unter diesen schönen Worthülsen, eine Partnerschaft für den Frieden, wo man die Schweizer Armee voll auf die NATO ausgerichtet hat, in einem europäischen Verbund nicht mehr fähig, um unser Land selber zu verteidigen. Und wenn wir ehrlich sind, ist natürlich auch die jüngste Armeereform, die massiv Bestandesreduktionen in sich hat, wieder für die Armee Gegner oder für die NATO-Freunde ein Angriffspunkt, um zu sagen, wir sind ja gerne nicht mehr fähig, unser Land selber zu verteidigen, müssen wir uns doch in einen grösseren Verbund integrieren. Also, das würde bedeuten, wir haben Kräfte im Land, die auch an der Spitze sind, die sagen, wir machen unser Land schwach, damit wir können sagen, wir können es ja allein nicht mehr machen. Ja, der Herr Burkhalter ist sehr ausgeprägt, einer von denen, wo die Schweiz überall will integrieren und nicht mehr an Kraft von der Unabhängigkeit und Neutralität glaubt. Gerade er, der profitiert hat als Schweizer Aussenminister von der schweizerischen Neutralität, der nur darum im Ukraine-Konflikt ein bisschen zu internationalem Ansehen gekommen ist, weil die Schweiz als Land von der neutralen Position noch eine gewisse Glaubwürdigkeit ausgestrahlt hat. Jetzt gibt es noch das andere Rahmenabkommen, von dem reden wir schon länger. Und das ist das Rahmenabkommen, wo da in die Diplomatensprache die institutionelle Einbindung von der Schweiz in die Strukturen von der EU bringen soll. Und da sieht es ja danach aus, dass man in absehbarer Zeit darüber wird abstimmen und das wird ohne jeden Zweifel eine ganz wichtige und grosse Abstimmung sein, wo die SVP leider nicht unter deiner Führung in die Schlacht zieht. Aber ist die Abstimmung das Beste für die Schweiz? Ich glaube, das ist die Mutter aller Schlachten. Da wird sich entscheiden, ob die Schweiz noch Kraft aufbringe, um Souveränität und Selbstbestimmung auch ins Nächste. Um was geht es da? Kurz zusammengefasst. Letztlich geht es um eine Delegation von Kompetenzen auf Brüssel, weil wir überall, wo wir vertraglich irgendwo gebunden sind oder verbunden mit der Europäischen Union, müssen Kompetenzen abdelegieren auf Brüssel und das Rechtssystem oder Gesetz von Brüssel ungesehen übernehmen. Das ist eigentlich verrückter als ein EU-Beitritt, weil wir müssten einfach schlucken, was andere für uns bestimmen. Dass der Herr Burkhalter nur schon solche Verträge in Betracht zieht und dem noch sagt, Rahmenabkommen und wahrscheinlich dem Volk dann noch erzählt, Wahrung des bilateralen Weges, ist eigentlich ein Skandal. Und wir von der SVP verbündet mit etwa 130 verschiedenen Verbänden, Organisationen und unter der Federführung vom EU-No-Komitee, wo ich weiss, das Sekretariat beim Dr. Ueli Schlür ist, wir werden den Kampf gewinnen, weil das ist der wichtigste Abstimmungskampf seit der EWR-Abstimmung. Toni Brunner, wenn wir dir zuhören, du bist voll im Saft. Du hast doch mal zu denen gehört, ich mag mich erinnern, wo gesagt hat, das ist eine Sauerei, dass es Bundesbeamte gibt, die schon mit 60 in Ruhestand gehen und die Rente beziehen. Das ist richtig. Jetzt bist du etwa 42 nach meiner Rechnung und gehst in Ruhestand. Was kommt da raus, wenn du in Ruhestand gehst? Jetzt kannst du ein bisschen mal die Katze aus dem Sack lassen. Ich meine,
das sagt ja jeder in der Schweiz. Einer, der dermassen die Sprache redet, die die Leute verstehen, der kann doch nicht einfach da in den Hintergrund gehen. Ich versuche es mit der Bildersprache zu machen. Man kann nicht immer da oben bei der Artillerie dabei sein. Manchmal braucht es, um einen Krieg zu gewinnen, auch Leute im Schützengraben unten. Ah, du bist im Schützengraben. Duckst du jetzt und kommst dann wieder? Kann man das so verstehen? Ich würde sagen, einmal in den Schützengraben runter. Also. Ein bisschen fürs Rückwärtige und verantwortlich sein, heisst ja vielleicht auch, dass man sich aufmunitioniert für die Zukunft. Also es geht also trotzdem nicht bloß um Kampfkühe, die jetzt da ins Toggenburg importiert werden. Oder ich, die SVP und Ehringer haben schon etwas Gemeinsames, oder? Die Kampfeslust. Und sie sind aufrichtig, weil sie schauen einander in die Augen, bevor es losgeht. Und nicht so wie unsere politischen Gegner hinum und von den Seiten und womöglich noch ins Wettlein beißen, sondern das sind Auge in Auge und unter gleich starken. Jetzt die Ehringer-Kühe, die tun eigentlich ein bisschen das verkörpern, was die SVP mein Leben lang verkörpert hat. Man muss in den Ring gehen, man muss dort hin, wo es weh tut, bevor man gewinnen kann. Und die Ehringer sind eben sehr sozial weit entwickelt. Die SVP ist halt sozial ein bisschen weiterentwickelt als unsere politischen Gegner, die noch nicht gecheckt haben, dass man akzeptieren muss, dass es solche gibt, die stärker sind, weil sie gescheiter sind, und solche, die schwächer sind oder von der Bildschwäche verschwinden, weil sie keine Existenzberechtigung haben. Man hat bis heute mir nicht erklären können, wie die Gruppierung, die sich von uns abgespalten hat, kann erklären kann, dass sie eigentlich eine Existenzberechtigung hat, weil sie tun sich in nichts unterscheiden, außer dass sie noch ein bisschen anständiger sind als alle anderen. Also, dann stoßen wir an auf deinen Lebensabend oder auf den Rückzug in den Schützengraben und hoffen, der Vorstoß findet dann wieder statt. Der wird ja ohne jeden Zweifel nötig sein, weil noch Verschiedenes auf uns zukommt. Und jetzt muss ich noch etwas sagen. Wir trinken hier einen speziellen Tropfen. Nämlich Amliker Weisse. Und der Produzent des Amliker, das ist der Hans Ullmann. Der war Präsident der SVP, wo du Nationalrat geworden bist. Und der hat dich als junger Bursch entdeckt. Mein politischer Götti. Und der Schweizer Politik erschlossen. Wenn es den nicht gäbe, hätte es keinen Nationalrat Toni Brunner und keinen Parteipräsident Toni Brunner gegeben. Toni Brunner, alles Gute für deine Zukunft. Danke vielmals, Ueli Schlür, und vielen Dank auch für deinen ständigen Einsatz für unsere Eidgenossenschaft.